6 Wochen fit, kann man aktuell nicht guten Support. Zu überlegen, was wird gespielt auf Support. Ich glaube, Support-Kammer könnte funktionieren, wenn Leute zum Beispiel sowas wie Renata blind picken würden. Das könnte funktionieren. Ich glaube, Karma könnte mit Caitlyn sehr gut sein. Ach, Karma ist halt sehr, sag mal, wie sagt man das, sehr risikobehafteter Champ auf Support. Also wirklich extrem. Wenn du Fehler machst, wirst du extrem bestraft und du bist sehr schnell useless, wenn du Fehler machst. Und du bist so ein bisschen, du bist sehr unter Druck, dass du Lane dominierst. Beziehungsweise durch deine Pressure auf der Botlane die Map stabilized, weißt du? Und viele Support-Spieler sind auch nicht gut genug darin und es gibt halt einfach bessere Alternativen. Und wie gesagt, Karma ist sehr risikobehaftet. Und du müsstest auch zum Beispiel einen Utility-Jungler haben, dass du die Karma-Botlane enablest, weil Karma bitteren Spielverlauf Vision zu holen oder halt einfach zu skirmishen 3 gegen 3 kann ein bisschen risky sein, wenn du jetzt einen Carry-Jungler hast. Das heißt, du schränkst auch deinen Jungler ein, weißt du? Dass der picken kann, wenn du Karma early rotierst. In Competitive, glaube ich, kann es funktionieren. Je nach Draft. Also, ich würde jetzt nicht unbedingt Karma blind picken. Competitive Support. Also, Zoe ist ein bisschen lästig, sehr dicker Lane-Bully-Champ, wenn du weißt, wie du Zoe spielst. Aber Karma ist ziemlich gut daran zu neutralisieren. Ich bin hart am Chillen. Als Mordekaiser also Jungle. Habe ich jetzt letztes Mal Mordekaiser also Jungle gesehen. Ich glaube, wir hätten sogar Push bekommen können. Ein bisschen gepennt. Ja, passt schon. Bisschen Botside gehen, dass er sich wohlfühlt und geht in die Topside rein. Nice. Oh, das kennen gewiss. I. Aber wir schauen so viel XP, ist nicht gut. Das. Bisschen unnötiger Flash, aber ist okay. Wissen da gewesen. Wir haben die aufgepasst. Mordekaiser? Voll super hart, wenn es Mordekaiser war. Ey, Inter Mailand, neuer Kader. Oh mein Gott, es ist terrible. Aber es ist trotzdem tot, der Typ. Okay, nice. Bro, what? Machen die Gegner? Bei Midlane Prey ist super broken. Wenn du weißt, was auf der Map abgeht und du adaptierst, kannst du so viel machen. Zum Beispiel in der Situation, okay? Ich hab Mid Prayer. Ich kann in Grubs sein, weil der Mordekaiser die Grubs gemacht. Toll, komplett der Mordekaiser übrigens, dass er die Grubs macht. Wenn ich da ein bisschen reagiere, ist der Typ doomed. Ich bin aber gerade ein NPC, wie ich spiele. Die Map. Ich kann Bot covern. Das heißt, die können nicht crossmappen, während mein Nautilus Topside roamt. Ich kann quasi meinen Prio nutzen, um Bot zu covern. Ich kann aber auch meine Prio nutzen, um den Mordekaiser zu killen. Deine Grubs. Mein Schild Gatelane. Ich habe mehrere Möglichkeiten. Deswegen, wenn du Midlane spielst. Wenn du Midlane spielst und du bist. Du hast Prio, kannst du eine Menge machen. Vor allem, wenn du jetzt nicht unbedingt ein Control-Match spielst. Karma ist nicht wirklich Control-Match. Karma ist ein. Low-key in den Control-Match, aber Karma ist sehr flexibel, weil Karma kann sehr gut skirmishen, kann sehr gut roamen. Kann sehr gut supporten. Kann sehr gut pushen. Deswegen ist Karma so gut oder war Karma so gut mit Lane. Das ist eine Menge, der Champ ist sehr flexibel. Das ist so der große Unterschied, was Karma kann und was Control-Matches nicht können. Control-Matches sind relativ useless im Early-Game, weil Control-Matches brauchen XP und Gold, zu useful zu sein. Karma? Ich weiß, dass ich hier bin. Oh mein Gott. Meinst du, wir können sowas wie Sona heute nicht Stop spielen? Auf gar keinen Fall. Sona ist useless Champ, Bro. Sona ist so situational. Du pickst Sona nur, wenn du eine Freelane hast. Top Lane? Vor allem Top Lane. Top Lane ist die Rolle, wo du immer aufpassen musst, was für ein Champ du pickst. Okay, wenn du Sona Top pickst, jetzt musst du dir die Frage stellen: Hast du als Sona Top immer Kontrolle? Immer Wave-Kontrolle? Hast du immer Push? Wenn die Antwort nein ist, du bist unmobil, du bist squishy und unmobil. Wenn du keine Kontrolle in Lane hast, dann ist Sona ein Trash-Pick auf Top Lane. Und das trifft auf die meisten Champs zu. Hast du Wave-Clear? Hast du Push?
Auch was Wichtiges, woran du denken musst als Toplaner. Es ist der Rookie, der 14-jährige Rookie mit dem Turbo-Movement. Was ihr auch machen könnt als Midlaner, einfach hovern. Mitpushen und eine Seite hovern und die Seite kann das Game nicht spielen. Balanced, by the way. Balanced. Liebe es, wenn ich gegen Midlaner spiele, der Perma Prior hat und der hovert und mein Midlaner spamping, dass der Topcoin kann. Unplayable. Ich habe meine Dodging-Pattern geändert, falls ihr euch wundert. Ich bin davor ja hin und her gelaufen, so zickzack. Und jetzt bin ich einfach straight gelaufen und die so hat versucht zu adaptieren und in meinen Dodge, wie ich vorher gedodged bin, quasi reinzububbeln. Genau das ja. Oh? Legal? Nice. Ich war immer so greedy. Weil die Gold ist gestorben. Ich glaub's winnable. Ein bisschen besser spielt, Leute, ein bisschen mehr nachdenkt und nicht so hart rollt, dann können wir extra gewinnen. No joke. Dass er mir den Kill gibt. Leute sollte tot sein, der soll mir den Kill geben, ich hab mir das. Nice. Er sollte eigentlich auch basen. Ich push aus, ich sollte basen. Ja, man hat Ult. Ich weiß nicht, ob der Jace TP einen Flash hat, actually. Go, go. Eine Kill, bitte. Nice. Die wird eingesteckt hier. Die Stacks kommen rein. Abgesandt wird hier. Let's go. Oio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 
Oh. Das Fleisch raus. Oh, Bro. Javan trotzdem ziemlich hart. Du musst nicht so schnell spielen. Dein Team ist gar nicht ready. Okay, ist balanced. Alles gut. Leute, man kann LoL ab einem bestimmten Punkt auch nur noch aus Spaß spielen, wenn man weiß, dass man nicht mehr besser werden wird oder sollte man immer weiter tryen, hier eine Elo zu glänzen. Aber das ist überlassen. Es kommt auf deine Ambition an. Du musst nicht dieses Mindset haben, oh, ich muss besser werden. Und dass du gecapped bist, stimmt auch nicht. Just saying. Das kommt auf dich an. Wenn du denkst, du bist gecapped, dann bist du wahrscheinlich gecapped, weil du dich selber capst. Vom Skill her. Vom Mindset her, weißt du? Aber ja, du kannst halt einfach League enjoyen, weißt du? Du musst jetzt nicht diese Tryhard-Ranked-Ebene gehen. Oder du musst nicht für dein Leben dran tryharden, weißt du? Natürlich kannst du aus Spaß spielen, klar. Ein Flash der Morde. Ein bisschen Panic Gold, Nautilus, gefällt mir nicht. Okay. Nice. Und Nash machen. Wir haben Java Null zum Turn. Wenn die Mitte contesten. Ich weiß halt nicht, ob die ein Wort haben. Das sagt ein bisschen. Ich probier gerade ein bisschen Burger. Oh, wow, wow, wow. What? Ist das reingeflasht oder was? War gar nicht ready. Oh, Modica flankt uns. Oh mein Gott. Javan, Bro, please, be slow. Ah. Wir hätten eine Botwave, Leute. Noch eine Wave hier. Okay. Nice, schön Kombo. Oh, rein. Der Jace tut mir so leid, Mann. Ich weiß genau, was er durchmacht, der Typ. Der spielt fucking Toplane. Fiste Toplane des Todes und es juckt nicht. Nice, GG's.